Ich danke Ihnen. Wir kommen zum Punkt 12, Beitritt Bündnis gegen Homophobie. Ich verweise auf die Ratsvorlage 18 aus 2015. Bitte, Ellen. Bündnis 90 Grüne. Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, liebe alle passt bei diesem Antrag ganz besonders gut, denke ich. Flensburg ist bunt, Flensburg ist vielfältig, oder? In der Vorbereitung dieses Antrages hörte ich das leise, manchmal auch lauter Zweifelnde: Was wollen die denn jetzt schon wieder? Wir haben doch nun sogar schon den Integrationspreis gewonnen. Und wir sind doch jetzt auch buntes Flensburg, weil wir Flüchtlinge gern und bereitwillig aufnehmen. Und die Moschee haben wir auch schon mal angeschaut. Oder nice to have, so ein Antrag, gestern im Gleichstellungsausschuss. Aber hat es auch was mit Flensburg zu tun? Mhm. Dankeschön. Darf ich weiter? Bis hin zu, ja, ist denn irgendwo bei uns was Schlimmes passiert, dass wir jetzt aktuell darauf reagieren müssen? Was hat es mit Flensburg zu tun? Dass Benachteiligung aufgrund sexueller Orientierung durch das Grundgesetz verboten ist, muss ich Ihnen nicht erzählen, das weiß jede und jeder. Die Plattheit, dass das Grundgesetz auch in Flensburg gilt, erspare ich Ihnen. Stattdessen aber eine Begebenheit vom Neujahrsempfang vor 4 Wochen. Ein etwa 10-jähriges Mädchen, Name hier unwichtig, steht neben mir und sagt: Ey Ellen, guck mal, der Alte dort, der ist ja voll schwul. Ey Sina, sag mal, woran siehst du denn, dass der Mann schwul ist? Großes Unverständnis in ihrem Blick. Das sieht doch jeder, wie der schon aussieht. Das ist doch voll krank, ey. Ey Sina, woran siehst du denn, dass der Mann schwul und krank ist? Sina, augenrollend. Mann, ey, das weiß ich. Das sagt mein Papa auch immer. Schwule sind eben krank. Was das mit Flensburg zu tun hat, ist offensichtlich, denke ich. Und es wird nicht besser, wenn Sie wissen, dass Papa Mitarbeiter der Stadt Flensburg ist und mit vielen Menschen zu tun hat. Meine Damen und Herren, Alltagsdiskriminierung findet in Flensburg statt. Sie findet auf Flensburgs Schulhöfen statt, genauso wie an jedem anderen Ort in Deutschland, in Europa, überall. Ich lasse mich auf Facebook gerade häufiger von einem sehr gebildeten und belesenen Menschen belehren, der viel auf seine Parteimitgliedschaft hält, dass sich Diskussionen, in dem Fall zu Flüchtlingen, doch bitte mit mehr Realismus anstellen und die Pädagogen-Sozialromantik bitte weglassen soll. Deshalb dazu Fakten. Studien zeigen, dass homosexuelle Jugendliche ein 4- bis 7-mal so hohes Suizidrisiko haben wie heterosexuelle Jugendliche. Laut einer Studie des Berliner Senats haben 60% der befragten homosexuellen Jugendlichen bereits mit dem Suizidgedanken gespielt. 60%. Untersuchungen zeigen weiter, homosexuelle Jugendliche sind öfter Opfer von Mobbing und Gewalt, sowohl in der Familie als auch unter Gleichaltrigen. Sie leiden häufiger unter Essstörungen, laufen häufiger von zu Hause weg, leiden häufiger unter Depressionen und anderen psychischen Erkrankungen. Die Liste lässt sich fortsetzen. Zu finden sind diese Untersuchungen zum Beispiel beim Berliner Senat, bei Ärztekammer, in Ärztefachzeitschriften und so weiter. Da scheint mir die Frage, ist denn aktuell etwas passiert, doch durchaus erschreckend und gedankenlos. Weiter zu Fakten. Allein in meinem persönlichen Bekannten-, Freundes-, Familienkreis, in meinem persönlichen Umfeld fallen mir sofort mehr als 10 Personen ein, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung unter Diskriminierung leiden oder gelitten haben, die in anonyme Großstädte gezogen sind, doppelte Identitäten in 2 Städten aufgebaut haben, versucht haben, normal in heterosexuellen Beziehungen zu leben, um nicht aufzufallen, die eine homosexuelle Lebensgemeinschaft nach außen zur Wohngemeinschaft erklären, um nicht aufzufallen. Ich glaube, das zeigt, dass dies ein aktuelles Thema ist, hier in Flensburg und überall. Ich wurde gefragt, aber was können wir in Flensburg schon tun? Ist doch ein Landes- oder Bundesthema.
Ja, selbstverständlich entstehen die entsprechenden Gesetze auf Bundes- und oder Landesebene. Aber hier vor Ort in Flensburg, erleben wir Alltagsdiskriminierung. Hier erleben wir Eltern, die nicht wissen, wie sie ihre Kinder unterstützen können. Hier erleben wir Jugendliche, die sich nicht trauen, zu ihrer sexuellen Identität zu stehen und nicht wissen, mit wem sie darüber reden können. Hier in Flensburg erleben wir Lehrkräfte, die aus Hilflosigkeit das Thema umgehen. Hier erleben wir die Menschen, die dann doch lieber nach Berlin in die Anonymität ziehen. Und hier vor Ort können wir natürlich immer etwas tun. Im vergangenen Jahr war ein sogenannter Schwulenheiler in Flensburg angekündigt, eingeladen von einer Glaubensgemeinschaft. Sie erinnern sich vielleicht. Simone Lange hat uns was vorgemacht. Ihr Aufruf, diesen Vortrag zu boykottieren und dagegen zu demonstrieren, hat ihr zwar viel Ärger gebracht, hat aber dazu geführt, dass die Veranstaltung verschoben wurde und bisher Gott sei Dank nicht stattgefunden hat. Meine Damen und Herren, wir können immer etwas tun, wir können hier in Flensburg etwas tun. Unterschiedliche sexuelle Identitäten als Ausdruck von Vielfalt nicht nur zu tolerieren, sondern zu akzeptieren, erfordert möglicherweise manches Mal von jedem Einzelnen Zivilcourage. Es fordert von uns als Stadt, offen und sensibel mit diesem Thema umzugehen. Wenn wir im Antrag nur fordern, dem Bündnis gegen Homophobie beizutreten und die Lübecker Erklärung für Akzeptanz und Respekt zu unterzeichnen, wollen wir genau dies auf den Weg tun. Dies ist ein erster Schritt. Wir fordern damit nicht, dass eine neue Planstelle einer Beauftragten gegen Homophobie geschaffen werden muss. Wir fordern damit nicht großflächige Untersuchungen, die genau erheben, wie viele Personen in Flensburg möglicherweise von welcher Art Diskriminierung betroffen sind. Wir wollen auch nicht eine neue Beratungsstelle aufmachen, sondern wir wollen ein Zeichen setzen. Wir werden dem Bündnis gegen Homophobie beitreten und können dann Ideen und Maßnahmen entwickeln, die im Gleichstellungsausschuss diskutiert werden müssen. So können zum Beispiel die Beratungsstellen und Selbsthilfegruppen, die wir in Flensburg ja haben und die sich mit den Themen der sexuellen Identität beschäftigen, wie Pro Familia, Haus der Familie, Wagemut und einige mehr, befragt werden, an welchen Punkten sie Alltagsdiskriminierung und Homophobie wahrnehmen. Gleiches können wir in Schulen tun. Daraus werden weitere Ideen entwickelt, wie gezielt gegen Homophobie gearbeitet werden kann. Der auf Landesebene ohne Gegenstimmen beschlossene Aktionsplan gegen Homophobie besagt nicht, wir auf Landesebene kümmern uns jetzt um das Thema, euch entlassen wir damit aus der Verantwortung, sondern er sorgt im Gegenteil dafür, dass wir uns kümmern sollen. Manches Mal ist es klug, das Kind nicht erst in den Brunnen fallen zu lassen, sondern ihm frühzeitig das Schwimmen beizubringen. Dafür gibt es das Bündnis gegen Homophobie. Meine Damen und Herren, wir meinen es ernst, Flensburg ist bunt und Flensburg ist vielfältig. Ich bin stolz darauf, bei der Flensburger Europa-Universität als eine Arbeitgeberin zu arbeiten, die zu den Erstunterzeichnerinnen des Bündnisses gegen Homophobie zählt. Und ich werde mit Ihnen und euch stolz darauf sein, dass Flensburg die allererste Kommune Schleswig-Holsteins sein wird, die dem Bündnis gegen Homophobie beitritt. Bei uns in Flensburg ist Vielfalt normal. Deshalb stimmen Sie bitte dem Antrag zu. Dankeschön. Bitte Dr. Döring, CDU-Ratsfraktion. Frau Bühlpräsident, geehrter Kollege. Es ist ja sicherlich vielen aufgefallen, dass meine Fraktion auf dieser Vorlage nicht steht. Das hat einen guten Grund. Und es ist auch einen guten Grund, dass wir diese Vorlage ablehnen werden. Alles, was die Kollegin Hill-Wegner eben inhaltlich gesagt hat, das können wir durchweg unterschreiben. Und wir werden jede politische Aktivität unterstützen, die darauf gerichtet ist, Homophobie zu bekämpfen. Wir glauben aber, dass genau das, was auch angeklungen ist, dass hier ein Zeichen gesetzt werden soll, dazu führt, dass etwas gut Gemeintes ganz schlecht gemacht wird. Es ist nämlich so, dass es nun mal Auffassungen und Geisteshaltungen gibt,
die ich nicht teile, die ich sogar verachte und wahrscheinlich sogar die meisten hier. Die meisten dieser Auffassungen beruhen auf fehlenden Informationen, falschem historischen Verständnis oder Ähnlichem. Aber trotzdem ist es doch so, dass Meinungsfreiheit auch bedeutet, dass auch solche fragwürdigen Meinungen in unserem Land innegehabt und sogar geäußert werden dürfen. Das wissen Sie ja alle, wenn es anders wäre, dürfte ja hier auch nur die CDU was sagen. Aber ernsthaft, ich halte überhaupt nichts davon, eine Meinung, die fragwürdig ist und die die große Mehrheit vielleicht auch als fragwürdig ansieht oder als schwierig ansieht, als unzulässig abzukanzeln. Das kann nicht funktionieren. Und das ist das Problem. Ich glaube, was in Dresden passiert ist mit der Pegida-Bewegung, ist eine Folge dessen, dass so etwas passiert, dass bestimmte Meinungen abgekanzelt werden, dass man sich mit ihnen nicht beschäftigt, dass man sagt, das ist nicht in Ordnung, das ist nicht eine solche Auffassung ist nicht zulässig, die ist nicht akzeptabel oder Ähnliches. Und dazu gehört eben auch eine weit verbreitete Auffassung in der Gesellschaft, das ist ja hier durchaus auch die Analyse, die auch in der Lübecker Erklärung zu lesen ist, die sich gegen Homosexuelle richtet. Diese Meinungen sind nicht unzulässig. Sie sind da und unterliegen damit der Meinungsfreiheit. Wenn man sie in Ordnung bringen will, dann geht das nur im Diskurs mit den Einzelnen, mit jedem Einzelnen, der so etwas denkt. Da geht es um persönliche Überzeugungsarbeit, die man leisten muss. Und das ist sicherlich eine gesellschaftliche Aufgabe. Wenn in der Lübecker Erklärung steht, Homophobie ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, dann stimmt das. Wenn im nächsten Satz steht, sie zu bekämpfen ist die Pflicht der ganzen Gesellschaft, dann stimmt das nur eingeschränkt. Es gibt nämlich eine ganze Menge Leute, die das anders sehen, die auch zur Gesellschaft gehören, die wir nicht ausgrenzen, sondern die wir einladen müssen, im Diskurs ihre Position zu überdenken, durch persönliche Erfahrungen ihre Vorbehalte aufzulösen und so weiter. Eine gesellschaftliche Entwicklung, meine Damen und Herren, kann man nicht anordnen. Eine staatliche Stelle, auch wie die Stadt Flensburg, kann das nicht anordnen. Und deswegen ist ein Signal, mit dem wir das anordnen und eine bestimmte Meinung für die einzig zulässige erklären, nicht der richtige Weg. Ich muss ganz ehrlich sagen, mich nerven auch Politiker, die meinen, nur weil sie ein Mandat haben, jetzt anordnen zu können, was die Leute denken dürfen und was nicht. Aber genau das scheint hier das Wesentliche zu sein, um das es geht. Was uns dann auch noch stört, ist, dass in dieser Vorlage ein Arbeitsauftrag an die Verwaltung formuliert wird, sich doch bitte ein paar Maßnahmen auszudenken, wie man das in Ordnung bringen könnte. Die Verwaltung und auch wir hier sind aber dafür nicht da. Wir haben Selbstverwaltungsaufgaben wahrzunehmen. Wir müssen dafür sorgen, dass unsere Schulen in Ordnung sind, baulich in Ordnung sind. Wir müssen dafür sorgen, dass der Verkehr fließt, dass öffentliche Leistungen an die gewährt werden, die darauf einen Anspruch haben. Eine Aufgabe, gesamtgesellschaftliche Entwicklungen anzuschieben, hat unsere Verwaltung aber nicht. Das ist eine Aufgabe, die sich die Gesellschaft stellen muss. Das ist eine Aufgabe, die vielleicht die Parteien als solche übernehmen können, so wie es ja auch bei unserem Bündnis für ein buntes Flensburg der Fall ist. Da ist das richtig angesiedelt. Parteien dürfen nämlich eine Meinung vorschreiben. Da hat man nämlich, wenn man nicht der Meinung ist, die Möglichkeit, wegzubleiben. Unseren Bürgern können wir eine Meinung nicht vorschreiben. Was wollen wir mit denen machen, wenn sie nicht der Meinung sind? Das funktioniert also nicht. Wir können in der Vorlage auch nicht in dem Sinne noch etwas Positives sehen, als man sagt, so eine Selbstverpflichtung der Verwaltung, ihr Handeln danach auszurichten, denn das hat Elke Winger schon gesagt, das steht schon in Artikel 3 Grundgesetz, eine Verpflichtung der Verwaltung, im Einzelfall immer diskriminierungsfrei zu handeln, die gibt es sowieso. Unser Fazit: Das, was hier gewollt ist, finden wir richtig. Den Weg finden wir völlig falsch. Ich kündige jetzt schon an, wir werden jede einzelne Maßnahme, die darauf gerichtet ist, als politischer Antrag, Homophobie zu bekämpfen, unterstützen, ganz bestimmt. Aber so global ein Zeichen setzen und damit Leute, die eine bescheuerte Meinung haben und eine bescheuerte Haltung haben, das ist meiner Meinung nach, dass es bescheuert ist, auszugrenzen von vornherein, das halten wir für falsch, deswegen lehnen wir diese Vorlage heute ab. Dankeschön. Bitte Frau Vollmer, WIF-Fraktion.
Sehr geehrte Frau Stadtpräsidentin, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Eigentlich wollte ich mich zu diesem Tagesordnungspunkt überhaupt nicht melden. So. Aber der Beitrag der CDU-Fraktion hat mich jetzt dazu gebracht, mich doch zu melden. Ich und ich glaube die meisten hier werden alles dafür tun, damit Leute ihre Meinung äußern können. Das steht hier überhaupt nicht zur Debatte. Meinungsfreiheit ist ein wirklich hohes Gebot, das in keinster Weise eingeschränkt werden darf. Überhaupt keine Frage. Aber darum geht es in dem Antrag gar nicht. Sondern worum es da geht, ist, dass die Meinung mancher eben nicht nur bei der Meinung bleibt, sondern zu Handlungen führt. Nämlich zur Ausgrenzung, zum Mobbing, die Leute krank macht, die sie als krank bezeichnet. Und sobald etwas zu Handlungen führt, dann ist es keine Meinung mehr, dann ist es eine Tat. Und genau darauf zielt dieser Antrag ab, nämlich Taten zu verhindern, die andere krank machen. Danke. Ich sehe kein... Bitte, Herr Jerzewski, die linke Fraktion. Vielen Dank, Frau Stadtpräsidentin. Lieber Frank-Markus Döhrelinge, liebe CDU-Fraktion, ich weiß nicht, was Sie daran hindert, diesem Antrag zuzustimmen. Ich will es auch nicht wissen. Aber die Erklärung, die ich vorhin aufgenommen habe, die kann ich so nicht akzeptieren. Homophobie ist nicht sowas wie, ich kann die Linken nicht leiden oder ich würde nie die CDU wählen. Homophobie ist eher was in eine kriminelle Richtung geht. Das muss man sagen. Erika Vollmer hat das angedeutet. Und ich glaube wirklich, dass wir als Stadt da in der Verantwortung sind. Ellen Kittelwegner hat doch die Zahlen gesagt. Die waren beeindruckend genug. Und da ganz konkret einzugreifen und was zu tun, um Menschen einfach ein Leben in Würde zu ermöglichen. Und das ist unsere kommunale Aufgabe. Es geht nicht um Pflichtaufgaben, um kommunale. Es geht darum, den Menschen, die hier leben, ein Leben in Würde zu ermöglichen. Und ich glaube, das ist das Entscheidende. Ich akzeptiere natürlich, wenn die CDU nicht zustimmt. Und ich finde es gut, dass die CDU allen weiteren Maßnahmen zustimmen will. Aber nur mal eine kleine Anmerkung. Der Fraktionsvorsitzende hat es ja gerade gesagt. Selbst wenn es nach Ansicht der CDU der Stadt nicht zusteht, diesem Bündnis beizutreten, steht es durchaus dem CDU-Kreisverband in Flensburg zu, diesem Bündnis beizutreten. Ich würde mich freuen, wenn ihr dazukommt. Freuen wir uns alle. Danke. Dankeschön. Gibt es weitere Wortmeldungen? Das ist, bitte, Herr Peisen, die WIF-Ratsfraktion. Verehrte Stadtpräsidentin, verehrte Kollegen, ich muss sagen, Ellen, durch deinen Vortrag ist mir der Antrag noch ein bisschen klarer geworden, was das konkrete Anliegen ist. Und wir möchten den auch unterstützen und ich unterschreibe es auch voll. Was mir jetzt bei dem CDU-Einwand von Herrn Döring gefehlt hat, ist, dann hätten Sie doch eine Ergänzungsvorlage machen können. Dann wäre es doch möglich zu sagen, also wir finden dieses noch verbesserungswürdig und dann wäre dann hier vielleicht auch eine Diskussion über die Ergänzung entfacht worden und möglich gewesen. Das hat nun leider gefehlt. Ich möchte aber nochmal auf was hinweisen und zwar, was ein kleiner Wermutstropfen in der Lübecker Erklärung mir scheint. Und das geht auch vom Landtag aus. Wenn man in der Landtagsvorlage, die ja dem Antrag beiliegt, liest, im Rahmen des Aktionsplans werden die Ministerien gebeten, Maßnahmen fortzusetzen und auszubauen. Dazu gehört unter anderem, dass in Schule und Kindergartenbetreuung unterschiedliche Sexualitäten als selbstverständliche Lebensweise vermittelt und wertneutral behandelt werden. Wenn man sowas liest, dann muss man davon ausgehen, dass das wertneutrale Behandeln ja eigentlich nicht selbstverständlich ist, sonst müsste man es ja nicht fordern. Und von Werten ist immer viel die Rede. Und auch in diesem Lübecker Appell wird gesagt, Homophobie ist ein Angriff auf unsere Grundwerte. Und ich möchte jetzt mal zum Nachdenken anregen, spricht für einen Antrag einfach nur mal, dass jeder diese selbstverständliche Überzeugung einmal prüft, was es mit Werten auf sich hat. Wenn nämlich ein Wert eine Überzeugung ist, die ohne Begründung auskommt, was ein Wert ist, ohne Begründung, dann prallen Werte aufeinander. Dann führt das dazu, dass Werte sich bekämpfen müssen, wie es in der Diskussion auch genannt wurde. Nämlich, wenn es heißt in der Lübecker Erklärung, Homophobie ist ein Angriff auf unsere Grundwerte. Was würden denn Leute sagen, die das anders sehen, deren Werte anders sind? Die würden genau das Gegenteil sagen und schon prallt da etwas aufeinander. Und das kann man aber auch argumentativ lösen.
Und darauf möchte ich nochmal am Ende der Diskussion eingehen und sich die Frage vorlegen, wenn jemand sagt, die geschlechtliche Orientierung ist irgendwie zu beanstanden, was ja schon mal komisch ist vom Gesetzbuch, dass man wagt, sich einzumischen in das, was Leute, vielleicht mündige Menschen, miteinander pflegen, wenn man einfach das mal ernst nimmt und sagt und sich die Frage vorlegt, ja, was gilt denn als Norm, was gilt denn als natürlich? Und diese Frage, die will ich jetzt nicht beantworten, das ist jetzt der Bildungsauftrag, den wir hoffentlich alle mitnehmen können. Was gilt denn als Norm und was gilt als natürlich? Die Vorstellung von einem normalen Menschen, von einem, der natürliche Dinge macht, die sollte man wirklich mal auf den Prüfstand stellen. Dann glaube ich, dass man gar nicht um Werte kämpfen muss, dann kommt man nämlich zu Argumenten und sagt, diese ganze Sache, dass man an der gleichgeschlechtlichen Zuneigung etwas auszusetzen hat, ist eigentlich, die fällt dann in sich zusammen. Das wäre mein Appell und wir freuen uns, dass der Antrag vorgelegt wurde, dass wir darüber reden konnten und ich danke für die Aufmerksamkeit. Dankeschön. Weitere Meldungen gibt es nicht. Wir kommen zur Abstimmung. Ich bitte um ein Handzeichen für die Ratsvorlage 18 aus 2015. Nein Stimmen, Enthaltungen, bei 2 Enthaltungen und 6 Nein-Stimmen wurde die Ratsvorlage 18 aus 2015 angenommen. Der Punkt 13, Ratsvorlage 13, wurde zurückgezogen und wir haben jetzt 18 Uhr. 8 und wir haben jetzt eine 15-minütige Pause.